liebe teure Autos. Papi hat mir versprochen, mir so eins zu schenken. Und so eins. Bis es soweit ist, spiele ich mit diesen. Brumm, da blitzen sie los. Oh nein, pass auf. Seht nur. Wow, ein Einhorn. Das ist echt cool. Ich weiß. Na, warte du. Wie komme ich an mein eigenes Einhorn ran? Huh? Wie benutzt man diese Dinge? Verwandelst du mich in einen Frosch? Nein, vielleicht später. Zuerst muss ich das hier machen. Sei nicht so neugierig. Huh, was ist hier drin? Oh, gee. Das war keine gute Idee. Mehl? Och, Menno. Du siehst lächerlich aus. Was soll's? Moment mal. Seit wann habe ich diese Ballons? Oh ja, das ist es. Das bringt mich auf eine Idee. Du brauchst einen Ballon. Und einen Trichter, den du so hinstellst. Stülpe den Ballon über den Trichtereingang. Dann drehst du den Trichter um. Nun brauchst du etwas Mehl. Fülle das Mehl mit Hilfe des Trichters in den Ballon. Das sollte reichen. Klopfe auf den Trichter, damit das Mehl in den Ballon geht. Nimm den Trichter ab und knote den Ballon zu. Zieh den Knoten fest zu. Mit einer Schere schneidest du den Ballonzipfel ab. Wiederhole das mit Ballons in anderen Farben. Dann brauchst du Seifenwasser. Lege die Ballons in die Schüssel. Bewege sie im Wasser, damit sie schön nass sind. Nimm die Ballons heraus und trockne sie. Sei vorsichtig. Wir wollen nicht, dass die Ballons platzen. Soweit, so gut. Drücke die Ballons vorsichtig zusammen und sie werden aneinander kleben. Das hat funktioniert und fühlt sich richtig lustig an. Wer braucht schon teures Spielzeug? Von wo hat sie das denn? Das sieht cool aus. Wenigstens habe ich meine Autos. Brumm, brumm. Was denn jetzt passiert? Wo sind wir? Ich denke, dieser schräge Zauberer hat uns hergebracht. Schräger Zauberer? Nee, das geht nicht. Tada, viel besser. Und nun willkommen zu dieser Challenge. In Ordnung, ich habe dieses Puppenhaus. Aber wie ihr sehen könnt, fehlt darin ein Sofa. Und ihr sollt eins basteln. Basteln? Hm? Wie soll das denn gehen? Moment mal, ich habe eine Idee. Okay, hier steht die Couch. Wollen wir doch mal Maß nehmen. Wo will die denn hin? Seltsam. Ich bastle einfach ein Origami-Sofa. Ich falte das Blatt von Ecke zu Ecke. Dann klappe ich es wieder auf und mache dasselbe mit den anderen Ecken. Jetzt falte ich eine Ecke zur Mitte. Dann falte ich es wieder auf und mache es nochmal. Jetzt falte ich die Kante wieder zur Mitte. Und immer schön die Kanten nachziehen. Dann wiederhole ich diese Schritte auf der anderen Seite. Soweit, so gut. So, jetzt bin ich so weit wie auf der anderen Seite. Dann kommen jetzt die nächsten Schritte. Noch mehr Falten zur Mitte. Und natürlich wieder auf beiden Seiten. Das Falten wird jetzt schon schwerer. Okay, jetzt falte ich es wieder ein bisschen auseinander. Denn die anderen Ecken müssen auch noch gefaltet werden. Dann wieder auffalten und bis zur neuen Linie falten. Jetzt falte ich es wieder hoch. Und nicht vergessen, dasselbe auf der anderen Seite zu machen. Jetzt wird's langsam. In Ordnung. Jetzt falte ich es nochmal aus und wieder ein. Es soll ein Rechteck werden. Jetzt kann ich die Enden so einknicken, dass eine Art Kiste entsteht. Und auf der anderen Seite auch. Klasse, davon brauche ich noch eine zweite. Und dann stecke ich die Kisten ineinander. Yippie, der Teil wäre erledigt. Kommen wir nun zu diesem kleinen Stück Papier. Ich schlage es um, ohne einen Falz zu ziehen, und schiebe es in die Seite. Und auf der anderen Seite auch in Armlehne. Weißt du was? Ich brauche noch Kissen. Tada! Ist das nicht süß? Hier ist mein Sofa, Herr Zauberer. Fantastische Arbeit. Ich muss alles genau abmessen. Ah, okay, jetzt kommt das Rechnen. Komisch, sie ist noch gar nicht wieder da. Oh, sie ist eingeschlafen. Also, ich bin zufrieden mit meinem Werk. Dann stelle ich mein Sofa gleich mal hier in das Puppenhaus. Mal sehen, was drinnen ist. Das ist alles? Nein, das ist nicht gut. Die Box ist zu groß. Nimm den Ring und fang von vorne an. Noch ein Fehler und du kommst auf die Liste der Unartigen. Blöde Box. Es sah doch so schön aus.
Die Walnussschale bringt mich auf eine Idee. Das könnte funktionieren. Nimm eine leere Walnussschale. Male das Innere der Schale gold an. Als nächstes bemalst du das Äußere der Schale mit durchsichtigem Nagellack. Achte darauf, dass du alles bemalst. Dasselbe machst du mit der anderen Hälfte. Jetzt legst du den Ring in eine der Schalen. Lege die andere Hälfte darüber. Binde eine Schleife darum, damit nichts verloren geht. Hey, Weihnachtsmann, versuch's mal damit. Öffne sie. Wenn darin eine Walnuss ist, werde ich enttäuscht sein. Wow, damit wanderst du an die Spitze meiner Liste für brave Kinder. Oh, vielen Dank. Dieser Koffer besteht aus feinstem Gold und Silber und beinhaltet sehr teure Simple Dimples. Das ist so cool. Da bist du neidisch, was? Oh, das macht echt Laune. Das könnte ich ewig spielen. Echt lustig. Oh, das sieht spaßig aus. Du hast noch nicht alles gesehen. Jetzt füge ich noch etwas Glitzer hinzu. Damit fülle ich die Dimples. Das sollte erstmal reichen. Jetzt drücke ich drauf. Das ist toll. Den Koffer sollte ich immer dabei haben. Schaust du her? Mach das nochmal. Wie du willst. Silber, das ist eine meiner Lieblingsfarben nach Gold. Juhu. Ein letztes Mal noch, weil es so lustig ist. Zu Hause habe ich einen Glitzerraum. Sie hat so ein Glück. Was ist das? Vielleicht kann ich mit dem alten Papier Spaß haben. Lege ein Blatt Papier vor dich auf den Tisch. Lege eine Klebebandrolle auf das Papier und fahre sie nach. Nimm sie weg und male ein Emoji-Gesicht in den Kreis. Male dein Lieblings-Emoji. Vergiss nicht, bunte Details hinzuzumalen, damit es noch schöner aussieht. Schneide den Kreis vorsichtig aus. Mach oben einen Schnitt in den Smiley. Falte die Ecken übereinander, damit sich das Papier wölbt. Befestige es mit Klebeband. Schneide eine 8 aus dem Papier, schneide die Kreise aus und befestige die Emojis daran. Lege eine weitere 8 obendrauf und befestige sie mit Klebeband. Mein eigener Simple Dimple ist fertig. Das funktioniert super. Fröhlich? Traurig. Hey, das ist eine gute Idee. Wie sehe ich aus? Voll lustig. Echt cool. Komm schon. Ja. Die Lichterkette ist total verknotet. Aber der Baum sieht gut aus, vor allem der Stern. Die muss ich wohl entknoten. Ganz schön anstrengend. Hey, kannst du aufhören zu spielen und mir helfen? Was? Nein. Wie gemein. Dabei könnte ich wirklich Hilfe gebrauchen. Oh nein, ich falle. Was ist passiert? Oh gut, hier gibt's nichts zu sehen. Nein, so ein Pech. Der Stern ist zerbrochen. Wie ist das passiert? Ich hab doch nach Hilfe gefragt. Tut mir leid. Jetzt helfe ich. Armer Stern, er war so unschuldig. Oh, mein Glas. Damit bringe ich es wieder in Ordnung. Fülle ein Glas mit Strohhalm. Lege einen Kabelbinder darum und zieh ihn zu. Zieh so lange, bis die Strohhalme sich verteilen. Male die Strohhalme in einer festlichen Farbe an. Anschließend befestigst du sie am Weihnachtsbaum. Perfekt! Oh, der Baum! Sieh mal, den habe ich gemacht. Da fehlen aber noch Lichter. Passt das so? Noch etwas nach rechts. So? Etwas nach links.